Hallo und herzlich willkommen zu Trailsammler. Lange habe ich euch auf die Folter gespannt, aber heute ist es soweit. Es ist New Bike Day und ohne große Umwege stelle ich euch nun dieses Bike vor. Viel Spaß dabei. Ein Blick auf die Geometriedaten dieser Schönheit in Grün zeigt, dass es eher konventionell gehalten wurde. Nicht so slack, nicht so lang und damit agil und im besten Sinne verspielt auf dem Trail. An der Front arbeitet die Fox Float 36 in der Factory-Version mit 160 mm Federweg, Kashima, Grip 2 und alles, was man so brauchen kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, das Auge fährt ja mit, mich hat vor allem die Farbe beeindruckt. Zurück zum Federweg und dem einen Punkt, der vorab bei mir Fragen aufgeworfen hat. Wie werden sich die nur 142 mm Federweg aus dem WD-Link und dem DPX-2-Dämpfer mit meinem dreistelligen Fahrergewicht vertragen? Okay, so weit, so gut. Ich sollte bereits auf den Hometrails feststellen, dass das Switchblade viel mehr Reserven bietet, als die technischen Daten es vermuten lassen würden. Aber auch im alpinen Einsatz trumpft das Bike mit einem genialen Mix aus Agilität und Souveränität. Hier ein paar Teaser-Clips und ihr dürft euch für die nächsten Videos auf ausführliche Trail-Dokus im Trailsammler-Stil freuen. Jetzt haut eure Pfoten auf den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat, ansonsten nutzt den Knopf daneben. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und damit wir uns nicht mehr verpassen, abonniert diesen Kanal. Vielen Dank fürs Mitfahren, ciao, euer Arvid alias Trailsammler. Mm-hmm.